Hallo, liebe Freunde auf YouTube. Ihr wisst, dass ich ein ganz großer Fan von Hobbyfilmerei bin und habe mir im Laufe der Jahre eine ganze Menge Equipment zugelegt. Jetzt gibt es ein neues Spielzeug und bei diesem Spielzeug muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ein Geschenk von meiner Frau und daher gehen ganz liebe Grüße und ein ganz, ganz großes Dankeschön an meine liebe, tolle Frau, die gerade hinter der Kamera sitzt und dieses Video aufnimmt. Dankeschön, mein Schatz. Ja, um was geht es denn heute? Wir haben hier die ganz neue DJI Action 3. Es ist mehr als nur eine Action-Kamera. Es hat eine ganze Menge Funktionen. Ich verlinke euch nachher auch mal im Video hier oben links. Verlinke ich euch das Ganze mal, dass ihr da genauer nachschauen könnt. Wir machen jetzt mal ganz kurz ein Unboxing. So. Hier ganz vorsichtig aufmachen. Ich will den Karton nicht zu sehr kaputt machen. Und hier. Und hier. Die DJI Action 3 habe ich schon lange im Kopf gehabt, aber nie die Möglichkeit bis jetzt gehabt. Aber jetzt war die Situation wohl reif. Und hier ist sie also. Wir packen sie mal vorsichtig aus. Ah ja, ja, das Siegel ist noch zu, genau. Der Beweis, dass sie original verpackt ist. Hier kommt sie. Oh ja. Yeah. Hier ist sie. Das ist sie. Sie sieht sehr klein aus, aber sie ist ein Meisterstück der modernsten Technologie. Hier haben wir eine Actionkamera. Davon habe ich 4 Stück. Kann man mit DJI nicht vergleichen. Es sind Billigkameras, die eine begrenzte, limitierte Möglichkeit haben. Sie haben mittlerweile auch schon, jetzt diese Version hat auch schon WLAN-Modul. Und kann auch schon 4K, aber das kann man nicht vergleichen. So, das ist diese hier. Ein kleiner Stick. Und jetzt sieht man auch schon hier, sie ist ein bisschen größer, aber die Unterschiede sind doch gewaltig. Allein schon die Linse ist wesentlich größer. Allein schon die Batteriedauer wird hier angegeben mit 2,5 Stunden. Die Batterien von dem Billighersteller sind Maximum halbe Stunde bis 20 Minuten, was das Filmen während der Fahrt auf einem Motorrad oder Fahrrad deutlich schwieriger macht. Ebenso kommt hinzu, dass es zwar auch hier eine App gibt, die aber seit 2019 nicht mehr weiterentwickelt wird und somit haben wir also hier einige Schwierigkeiten. So, in diesem Fall haben wir sogar hier die Combo-Edition, das heißt, wir haben hier auch ein Battery Pack. Darin enthalten sind 3 Akku, die einem das Filmen so stark verlängern. Man sieht es hier, 3 Lampen, 3 Akkus und somit kann man permanent filmen. Ein Akku ist auch hier schon drin, somit habe ich im Ganzen 4. Wenn man dann mal rechnet 2,5 Stunden, sagen wir mal 2 Stunden, rechnen wir es runter, mal 4, dann haben wir hier 8 Stunden. Wer filmt 8 Stunden am Stück? Keiner. So. Dann haben wir hier das, muss man mal schauen, die ganzen Zubehörteile. Wir haben also hier, das ist die Halterung, nochmal eine Halterung, diese Clip-Halterung, die sehr stabil sind. Und wir haben hier einmal ein Klebepad, wo man die Kamera nachher mounten kann. Auf einem Auto, auf einem Motorrad, auf einem Helm, wo auch immer man möchte. Davon kann man sich zig andere dazu kaufen. Dann haben wir hier die Schrauben dazu, um die Kamera eben an dem hier zu befestigen. Und wir haben hier natürlich die Hülle. Und auch hier ganz anders, ich muss es mal aufmachen. Anders. Ah, cool. Bei dem Billighersteller haben wir dieses Gehäuse hier. Wir haben jetzt hier, könnte man sagen, ja, wir haben ja hier gar kein wasserdichtes Gehäuse. Es spielt keine Rolle, denn die Actionkamera ist schon wasserdicht und zwar bis zu 16 Meter
Das heißt, ich kann mit der DJI Action 3 sogar bis zu 16 Meter tauchen. Was ich eigentlich nicht mache, aber sollte ich mal mit dem Motorrad in oder Fahrrad in einen Starkregen kommen, dann ist das völlig egal. Ich brauche also keine wasserfeste Hülle. Die Kamera kann das auch so. Hier ist der Stick. Und auch hier merke ich jetzt schon deutlich, der ist mehr als doppelt so schwer wie dieser hier. Denn dieser Stick mitsamt Gehäuse, den kann man zwar hier so ausziehen, aber er ist wesentlich leichter, obwohl da das Gehäuse schon drin steckt, als dieser Stick hier. Und jetzt wollen wir mal schauen, ob ich den auch ausziehen kann. Und tatsächlich, ach du meine Güte. Und jetzt seht ihr auch, warum dieser Stick so schwer ist, nämlich das ist gar kein Kunststoff, das ist Metall, und zwar dürfte das genauer gesagt Aluminium sein. Einen sehr griffigen Handgriff hier, der absolut rutschfest ist, und hier kann ich auch noch eine Schnur dran machen, um sie mir um dann ein Handgelenk zu binden. Also das ist schon heftig. Da kommt der Billighersteller natürlich und offensichtlich nicht hinterher. Sehr massiv von DJI selbst, passend zur Action. Im Übrigen kann ich auch hier die DJI Pocket 2 noch befestigen, die ich ebenfalls habe, mit der ich sehr zufrieden bin. Also DJI, ganz ehrlich, muss ich sagen, was ihr da gebaut habt, ihr seid genial. Hier kann ich noch zusätzlich ein Stativ dran montieren. Ist ebenfalls schon vorhanden, und somit sind wir erstmal fertig. Wie die Kamera funktioniert, was sie alles kann, das werde ich in einem anderen Video zeigen, und zwar dann, wenn ich mit meinen Rollerfreunden hier im Schwarzwald bei strahlendem Sonnenschein hoffentlich wieder unterwegs bin. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr Videos sehen wollt, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, wie gesagt, einfach abonnieren. Und die Glocke drücke natürlich, dann verpasst ihr nichts mehr. Ich sage Dankeschön, bis zum nächsten Video, euer Michael. Ciao.